Wir haben für euch einen Mann von der Uni Tübingen, der gebürtig aus Köln kommt, der am Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie studiert und der das letzte Mal, als er hier war, einen Vortrag gehalten hat über schlafende Fruchtfliegen. Es hat sich nicht viel geändert. Seine Forschungsgegenstände schlafen immer noch. Meine Theorie ist ja, es ist dann einfach einfacher zu forschen, wenn der Forschungsgegenstand die ganze Zeit pennt. Aber gut, er wird euch jetzt selbst erzählen, wie und warum er auf den Schleichspuren eines Nobelpreisträgers wandelt. Hier kommt für euch Albrecht Förster! Einen wunderschönen guten Abend. Also wenn ihr jetzt noch keinen habt, das ist fast Ende. Ein typisches Gespräch, wenn ich so nach meiner Doktorarbeit gefragt werde, läuft in etwa so. Und, was machst du so? Ich beschäftige mich mit Schlaf. Ah, spannend, Schlaf, meine Mutter kann auch nicht schlafen. In den nächsten 5 Minuten fallen die gleichen Stichwörter. Schnarchen. Also, Albträume. Zu viel Kaffee. Die richtige Schlafposition, oben oder unten. Und irgendwann folgt, und was machst du da so genau? Ja, ich arbeite mit Schnecken. Richtigen Schnecken. Die andere Person denkt sich mal wieder, eine total sinnfreie Arbeit. Der soll sich doch lieber um die Schlafprobleme meiner Mutter kümmern. Dann kommt die alles entscheidende Frage. Es geht um Leben oder Tod. Mit Haus oder ohne? Ohne. Na, dann kannst du die ja alle umbringen, besonders die aus meinem Garten. Super, denke ich mir, solange das Tier ein armes Labortier ist, ist es erstmal bemitleidenswert, obwohl es hilft, die Schlafprobleme deiner Mutter in den Griff zu bekommen. Doch sobald es im Garten stört, alle umbringen. Am besten mit Schneckenkorn, sollen sie verrecken. Für die Homöopathen unter euch, ich habe das hier gefunden, Schneckenflüstern statt Schneckenkorn. Das gibt's wirklich. Aber warum jetzt genau mit Schnecken? Naja, also die Schnecke hat sehr wenig Nervenzellen, nur 20.000. So eine kleine Fruchtfliege hat schon 100.000, der Fisch 1 Million, die Maus 100 Millionen und wir sage und schreibe 100 Milliarden Nervenzellen. Und dann dachte ich mir doch lieber einfach. Das Coole an der Schnecke ist auch noch, sie hat die größten Nervenzellen auf der ganzen Welt. Und deshalb konnte man in ihr besonders gut die zellulären Grundlagen von Lernen und Gedächtnis erforschen. Und dafür gab es im Jahr 2000 den Nobelpreis für Eric Kandel und seine Forschung an der Aplysia-Schnecke. Und da Lernen eng mit Schlaf verknüpft ist, und ich, wie eben schon erwähnt, den Nobelpreis auch ganz sexy finde, dachte ich mal schauen, ob das Vieh schläft. Aber ist das überhaupt auf den Menschen übertragbar? Killerfrage. Also die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis sind in der Evolution gleich geblieben. Fast die gleichen Gene und Proteine, die ihr hier seht, CAMP, PKA, Crap, Cree, gibt es genauso, müsst ihr nicht kennen, gibt es genauso bei der Schnecke, bei der Fruchtfliege, beim Fisch, Maus, Elefanten und Menschen. Also in jedem Gehirn. Wenn man einen Automotor verstehen will, nehme ich ja auch nicht irgendwie das neueste Modell voller elektronischen Schnickschnack und mit Diesel, sondern fange vielleicht mal mit so einem Motor aus den 30er Jahren an. Die wesentlichen Funktionen sind da ganz gleich geblieben. Sprit rein, Kolben hoch, runter, hinten kommt Gestank raus und die Räder drehen sich. In der Natur ist das relativ ähnlich. Wenn etwas bei allen Tieren vorkommt, und ich sage bei allen Tieren, und auch bei ganz süßen Katzenbabys, dann muss das doch eine grundlegende Funktion haben. Dann lohnt es sich, in der Evolution zurückzugehen und sich das Ganze bei so einem Vorläufermodell von uns anzugucken, zum Beispiel beim Wurm oder bei der Schnecke. Und sag mal, wie findet man jetzt heraus, ob die Viecher schlafen? Naja, also bewegen sich nicht, ne?
Also von sehr langsam auf gar keine Bewegung mehr. Der erste Aplysia-Forscher, den ich danach gefragt habe, meinte nur so, oh, you know, they don't do much. They probably sleep the whole day. Okay, dachte ich mir, ich bin dann in ein anderes Labor gegangen und habe Videoaufnahmen gemacht. Und ja, die Schnecken sind sehr langsam, aber nicht im Zeitraffer. So, das ist jetzt während dem Tag. Die Schnecken flitzen im Kreis, etwa so wie Mäuse. Irgendwann geht dann auch das Licht aus, dann, ja, jetzt. Dann hängen sie in der Ecke, suchen sich einen Schlafplatz, ziehen sich so ein bisschen zusammen, zucken ab und zu hier vorne, wachen ab und zu mal wieder auf, machen Pipi, gehen wieder zurück in die gleiche Ecke, schlafen wieder ein bisschen weiter und das Ganze machen sie so etwa wie wir, so für 8 Stunden am Tag. Aber schlafen die denn jetzt wirklich? Naja, also während dem Schlaf zeigen die eine geringere Reaktionsfähigkeit auf einen Nahrungsreiz hin. Zum Beispiel Seegras oder einen geringeren Fluchtreflex auf einen Salzreiz. 5 Mikroliter. Aber sag mal, vielleicht sehen die einfach nichts im Dunkeln. Ja, also Schnecken haben Augen. Meistens sitzen die auf den Tentakeln dran, bei mir nicht. Also ein Versuch. Ja? Wenn die Schnecken die Nacht durchfeiern würden, ja? Dann sollten die doch trotz guten Lichtverhältnissen am Tag schlafen. Das habe ich dann mit denen auch gemacht. War eine semi-lustige Party, war mehrmals. Und ja, die können auch tagsüber schlafen, wie ich dann im Video herausgefunden habe. Und sag mal, was bringt dir das jetzt zu wissen, dass die Viecher schlafen? Naja, ich will ja wissen, warum die Tiere schlafen. Hat der Schlaf bei diesen Tieren auch irgendwas mit dem Gedächtnis zu tun? Ja? Wie das bei uns der Fall ist. Also habe ich die Tiere trainiert und sie anschließend schlafen lassen. Und immer wenn sie schlafen wollten, also die Tiere, die nicht schlafen durften danach, die habe ich in der Gegend herumgescheucht, so mit der Hand. Ja, und was bringt man denen jetzt so bei? Also zum brennenden Reifen bin ich noch nicht gekommen. Ich habe hier mal so ein bisschen mein Seegras aus ökologischem Anbau in Portugal mitgebracht. Es riecht ein bisschen anders als das, was man hier sonst so kaufen kann. Und das Gemeine ist, wenn ich das jetzt hier so in ein Netz packe, dann probieren die armen Schnecken für eine halbe Stunde auf dem Netz herumzukauen und an das Seegras zu kommen, auf dem Netz herumzukauen und an das Seegras zu kommen, was sie nicht schaffen. Wenn die jetzt aber nach diesen 30 Minuten Terror schlafen dürfen, dann sind sie am nächsten Tag doch so clever, dass sie nur noch 10 Minuten brauchen, also hier in Schwarz. Wenn die armen Tiere jetzt nicht schlafen durften, hier in Weiß, am Anfang kauen die genauso lange, eine halbe Stunde auf dem Ding drum, brauchen die nachher doppelt so lange, also 20 Minuten. Schlaf scheint also auch bei diesen Schnecken Auswirkungen auf das Gedächtnis zu haben. Und so kann man mit diesen einfachen Tieren ganz grundlegende Forschung machen, zum Beispiel Medikamente entwickeln, ohne dafür jetzt Mäuse in die Hand zu nehmen. Wahrscheinlich schlafen Schnecken, wie wir, um Gelerntes in ihr bestehendes Gedächtnissystem zu integrieren. Zum Beispiel, dass der Geschmack von ihrem Seegras mit dem Netz, das drumherum war, und dass man das, wenn das beides halt zusammentrifft, nicht essen kann. Ja, das braucht ein bisschen. Alte Erfahrung, dass Seegras immer essbar ist, müssen außerdem gelöscht werden. Ja? Also relativ komplexes Lernen. Im Schlaf findet also so etwas wie das Defragmentieren des Gehirns statt. Da kann man auch nicht währenddessen daddeln. Nach dem Schlaf läuft dann der Rechner von den Schnecken wieder schneller, energieeffizienter und reagiert cleverer auf die Umwelt. Für uns Menschen bedeutet das, dass wenn ihr jetzt beim nächsten Besuch beim Franzosen im französischen Restaurant die Verbindung zwischen eurem Essen und diesem Slam zieht und damit zu den Schlafproblemen eurer Mutter, dann ist der Schlaf dafür zuständig gewesen. Für die Schnecke bedeutet das schlicht,
Die ausgeschlafene Schnecke vergeudet weniger Zeit auf etwas Unessbarem herumzubeißen und hat deswegen mehr Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens. Vielen Dank. Das war für euch der Mann, der sich die wesentlichen Fragen des Lebens stellt. Und sie heißen bei ihm nicht zu mir oder zu dir, sondern mit Haus oder ohne. Albrecht Forster!